Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 Let's Build. So, während wir jetzt heute ein bisschen hier einräumen, das ganze Haus und so, habe ich mir eine 30-Day-Videogame-Challenge rausgesucht. Ihr kennt vielleicht diese 30-Day-Challenges, die sind vor allem auf Social Media, gehen die immer wieder um. Und im Endeffekt ist da eigentlich Sinn der Sache, dass man 30 Tage lang jeden Tag eine Frage beantwortet. Und wir beantworten jetzt einfach alle 30 Fragen. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich hab. Meinst du jetzt Blasen im Sinne von auf der Haut oder Blasen im Sinne von da, wo Urin gelagert wird? Weil ich meine, mehrere Blasen wäre ziemlich praktisch, da muss man nicht so oft pickeln. Cool, herzlichen Glückwunsch. Was wollte ich sagen? Genau, wir beantworten jetzt die 30 Fragen in einer dieser Videogame-Challenges, die ich mir rausgesucht habe, in diesem einen Video. Damit ein bisschen so, ne? Und währenddessen dekorieren wir hier ein bisschen weiter. Ich überlege, ob wir das Bett hier rausschmeißen, weil ehrlich gesagt ist das viel zu groß. Es gibt auch kleinere Kinderbetten. Und ich glaube, nee, wir brauchen hier noch Wände rein. Mindestens drei große Wände. Drei große Wände brauchen wir noch. Na gut, ihr könnt ja selber so ein bisschen auch mit überlegen, wie ihr die Fragen beantworten würdet. Und könnt mir auch gerne die Fragen in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Challenge mitmachen wollt. Ich lese die Fragen der Reihe nach vor und gebe dann meine Antwort und werde wahrscheinlich viel zu lange drüber schwadronieren. Und ihr könnt gerne eure Antworten zu den einzelnen Fragen auch in die Kommentare schreiben. Macht ruhig. Zu jeder Frage, die ihr vielleicht beantworten möchtet, könnt ihr auch einen eigenen Kommentar machen, theoretisch. Also das soll jetzt wirklich kein Trick sein, dass ihr möglichst viel Kommentare schreibt. Jeder 30 Kommentare. Sondern ich denke nur, das macht Sinn, oder? Aber ihr macht das schon. Ihr macht das schon. So. Erste Frage. Favorite video game of all time. Das ist natürlich immer die Standardfrage, ne? Das liebste Videospiel aller Zeiten. Ja, die habe ich, glaube ich, schon oft beantwortet. Spontan sage ich da eigentlich immer The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich finde, diese Frage ist total schwer ernsthaft zu beantworten, weil ich habe in meinem Leben so viele Spiele gespielt und so viele davon haben mich wirklich beeindruckt und so viele davon haben mich wirklich gefesselt und ich fand sie einfach ganz großartig. Aber The Legend of Zelda Ocarina of Time ist definitiv das erste Spiel, an das ich mich bewusst erinnern kann, das mich so richtig, richtig, richtig umgehauen hat, das mich einfach geflasht hat, dass seiner Zeit einfach so derbe voraus war, dass es eigentlich, dass ich in meiner Videospielerfahrung, in meiner Lebensdauer eigentlich kein zweites Mal das Gefühl hatte, dass ein Spiel so einfach crazy aus der Zukunft kommt und hier Sachen macht, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Das liegt natürlich auch an meinem Alter und an meiner Videospielerfahrung einfach. Man hat einfach irgendwann schon alles gesehen. Und dann ist man halt auch nicht mehr so begeisterungsfähig. Aber damals, da war ich glaube ich 14 oder so ungefähr, als Ocarina of Time rauskam. Dürfte ich ungefähr gewesen sein. Oder 12, 13, 14, sowas. Und das hat mich total umgehauen. Richtig krass geflasht einfach nur. Das war richtig klasse. Genau. Deswegen ist das, würde ich behaupten, wahrscheinlich schon so ziemlich mein All-Time-Favorite-Lieblingsspiel. Wenn es allerdings darum geht, welches Spiel mir heute noch am meisten Spaß macht und das ich immer wieder mal gerne spiele, dann müsste die Antwort eigentlich Resident Evil 4 sein. Weil, ich kann gerade das Teil nicht mehr näher an mich ranschieben als so. Das ist komisch. Weil, Ocarina of Time hat mich, wie gesagt, damals übelst geflasht, aber heute gefällt mir das nicht mehr wirklich. Es ist schon einfach alt. Mittlerweile kennt man alle Mechaniken aus dem Spiel, auch aus anderen Spielen. Und die Videospielwelt hat sich weiterentwickelt. Viele Komfortfunktionen, viele Mechaniken fehlen mir. Und, ne? Insofern, eben, wie gesagt, wenn es darum geht, welches Spiel hat mich zu seiner Zeit am übelsten geflasht,
so wie kein anderes, dann definitiv Ocarina of Time, wenn es darum geht, welches Spiel mir einfach am meisten Spaß gemacht hat und bis heute macht, dann müsste die Antwort wirklich eigentlich Resident Evil 4 sein. Hey, ich kann die Decke gerade nicht platzieren, weil ich die nicht näher an mich ranschieben kann als so. Das ist zu wenig. Deswegen muss ich die jetzt hier nochmal platzieren und nochmal neu nehmen und hoffen, dass es dann besser geht. Okay. Ja, genau. Das ist meine Antwort auf die Frage. Ocarina of Time, beziehungsweise vielleicht Resident Evil 4, je nachdem. Kommen wir zur zweiten Frage. Game you love to play with friends. Ein Spiel, das man gern mit Freunden spielt. Okay, also ich glaube, das Spiel, mit dem ich mit Freunden in meiner... Also es sind viele Spiele, ehrlich gesagt. Es gibt viele Spiele, die ich gerne so auf LAN-Partys oder so mit Freunden gespielt habe. Aber eins, das immer wieder cool ist, ist Civilization. Civilization 4 ist wahrscheinlich mein Haupt-Multiplayer-Spiel. Das ist einfach cool. Das macht allein Spaß, aber eben auch mit Freunden. Das ist super. Das wird auch nie langweilig wahrscheinlich. Oder kaum. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt das Ding? Das macht mich echt wahnsinnig hier. Okay, ich glaube, jetzt kommen wir der Sache näher. Ja, sieht komisch aus, sieht bescheuert aus, lassen wir. Passt perfekt. Ja, ich glaube, ich bleibe bei Civilization 4 als Lieblings-Multiplayer-Spiel. Lieblingsspiel, das ich gerne mit Freunden spiele. Und immer gespielt habe. Da gibt es ganz viele Kandidaten, wirklich etliche. Von Rune im Grunde, oder im Grunde von Quake über Rune, bis hin zu Borderlands oder so, keine Ahnung. Also, da ist es zahlreich. Aber Civilization 4 ist, glaube ich, schon der King der Multiplayer-Spiele bei mir so ein bisschen. Aber so Action-RPG spiele ich auch immer gern mit Freunden. Also kann man so gar nicht sagen. Aber ja. Drittens, your video game crush. Okay, meinen die damit eine Videospielfigur, in die man verliebt ist oder war? Also als kleiner Junge, da war ich wirklich noch sehr klein, das war, glaube ich, meine erste nicht reale Figur, in die ich mich verliebt habe und wahrscheinlich eine der ersten Figuren, in die ich mich überhaupt so verliebt habe, real oder nicht. Da bin ich gerade in die Pubertät gekommen, seltsame Gefühle, man weiß gar nicht, was los ist, war die aus Street Fighter 2, die mit dem blauen Outfit. Die gibt's, glaube ich, immer noch. Die ganz viel Kick-Attacken hat und sowas. Keine Ahnung, wie die hieß. Das war ein Videogame-Crush von mir, aber wirklich als kleines Kind. Und seitdem hatte ich keinen Videospiel-Crush, denke ich. Glaube ich nicht. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Sowas habe ich, glaube ich, nicht wirklich. Nee, würde mir jetzt nichts einfallen. Brauch mal noch eine Wand. Eine dünne, die da. Die nehmen wir. Ja, nee, ich überlege gerade noch ein bisschen, ob ich sowas mal nochmal hatte irgendwie in meinem Leben. Auch später vielleicht eine Figur, die ich irgendwie ganz attraktiv oder besonders toll fand. Aber da wird mir jetzt keine einfallen, die heraussticht oder sowas. So, nee. Eigentlich nicht. Nee, okay. Games, ja, das ist eine witzige Frage, die vierte. Spiele, die man Außerirdischen zeigen würde, um die Menschheit zu erklären. Um Außerirdischen begreiflich zu machen, wie die Menschheit funktioniert. Welche Spiele würde man denen zeigen? Das kommt jetzt ganz drauf an. Wenn man zynisch an die Sache rangehen will, zeigt man ihnen GTA 4 oder sowas. Und wenn man ihnen... Das ist ganz schwierig. Also, warte mal. Ein Game. Ein Spiel nur. Es ist nicht plural. Ich muss mich... Also,
stellt euch das folgende Szenario vor. Ihr werdet von Außerirdischen entführt und die Außerirdischen geben euch, die können nicht mit euch kommunizieren. Es ist unmöglich, die blabbeln irgendwas und ihr brabbelt auch irgendwas und keiner versteht sich. Und dann geben sie euch alle Spielekonsolen und alle Spiele und geben euch zu verstehen, irgendwie versteht ihr das, dass die jetzt ein Spiel auswählen sollt, ihr. Ein Spiel, das den Aliens die menschliche Kultur oder die Menschheit insgesamt begreifbar macht. Ich glaube, meine Antwort wäre Civilization 4 wieder. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, zumindest könnte man da die Entwicklungsgeschichte der Menschheit so ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, nicht historisch korrekt, aber immerhin. Ich glaube, das ist zumindest auch vom Technologiebaum her und so weiter das umfangreichste, das Beste, wenn es darum geht, die Menschheit zu verstehen. Glaube ich, das wäre meine ernste Antwort, ja. Ich glaube, ich würde Civilization nehmen und zwar wahrscheinlich den dritten oder den vierten. Vielleicht eher den dritten in dem Fall. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, genau, das ist eine gute Antwort. Die nehme ich. Mein Lieblings-Retro-Spiel. Na, was verstehen die jetzt unter Retro-Spiel? Ich sag mal, Retro geht nur bis Super Nintendo für mich, würde ich jetzt sagen. Ab Nintendo 64 ist schon nicht mehr Retro. Das ist modern, quasi. Also so Atari, Schneider, NES und von mir aus auch noch Super Nintendo. Wobei beim Super Nintendo wird's, finde ich, schon grenzwertig. Aber gut, von mir aus nehmen wir den Super Nintendo noch mit auf. Was ist da mein Lieblings-Retro-Spiel? Oh, das ist schwierig, Mensch. Das ist aber echt schwierig. Da gibt's so viele. Das kann ich so gar nicht richtig beantworten, glaube ich. Weil ehrlich gesagt gibt es da immer wieder Spiele, wo ich mir denke, auf das habe ich jetzt super Bock. Und dann spiele ich's und dann denke ich mir, oder dann reicht's mir auch wieder. Dann passt's auch wieder und dann spiele ich wieder jahrelang das nicht mehr oder ein anderes Spiel und dann überkommt mich wieder und das wechselt aber immer. Das kann Rock'n'Roll Racing sein, das kann Lost Vikings sein, natürlich alle Mario-Spiele, die Donkey Kong Country Trilogie auch super. Das kann so viel sein. Wenn ich mich... Boah, nee, Mega Man, ey, ich kann mich dann nicht entscheiden. So viele. Ich würde sagen... Super Mario World 2 Yoshi's Island. Wenn ich mich wirklich unbedingt entscheiden müsste, unbedingt, dann sage ich Yoshi's Island. Weil das ist schon einfach die Crème de la Crème der Retro-Spiele. Das ist so ziemlich das Musterbeispiel für ein perfektes Retro-Spiel. Für einen perfekten 2D-Plattformer. Besser wurde es nicht mehr, bis heute. Das Spiel wurde einfach nie übertroffen. Durchaus erreicht, würde ich sagen. Viele Indie-Spiele heutzutage machen auch sehr gute Plattformer. Alle auf ihre eigene Art und Weise, alle mit eigenen Ideen und so weiter. Ist alles cool, will ich überhaupt nicht schlecht reden, finde ich super. Aber im Grunde war Super Mario World schon, aber dann vor allem Yoshi's Island schon einfach perfekt bis heute. Ja. Dabei bleibe ich. So. Was haben wir als nächstes auf der Liste? Wartet mal ganz kurz. Muss mal schnell schauen. Gibt's den auch nicht ganz so hässlich? So ein kleiner Sessel hier drin wäre schon auch cool, finde ich. Nehmen wir so einen Stuhl und einen kleinen Schreibtisch. Machen wir es so. Okay, nächste Frage. Wo waren wir stehen geblieben? Nummer 6. Ich glaube, wir kommen heute gar nicht mit allen 30 durch. Nicht, wenn ich so lange verlavel. Verlavel? Warum nicht? Nicht, wenn ich so lange verlavel immer. Was auch immer das bedeuten mag. Achtung! 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 Ja. Ja. Ah, Doppelniesen. Ich muss immer zweimal niesen. Immer. Immer. Wenn ich mal nur einmal niese, fühlt sich das auch ganz, ganz komisch an. Kommt aber auch so gut wie nie vor. Aber auch nie dreimal eigentlich. Selten.
Ich glaube, ich nies öfter dreimal als einmal, aber hauptsächlich zweimal. Das steht aber, das ist keine Frage aus dem Fragenkatalog hier. Okay, ein Spiel mit Grafik oder Artstil, das einem immer noch beeindruckt. Ein Spiel mit einem beeindruckenden Artstil oder Grafik, die mich wirklich immer noch beeindruckt. Das kann ich so gar nicht so richtig beantworten, weil dadurch, dass ich halt technologisch so viel tut, kommen durchaus immer wieder Spiele, die ich einfach schön finde oder besonders toll finde aus irgendeinem Grund, aber das ändert sich ja auch. Ich würde sagen, das Weltdesign im Grunde von Dark Souls gefällt mir einfach echt sehr gut. Das gefällt mir heute noch genauso wie damals. Auch wenn das Spiel nicht mehr so schön ist, der Stil wird einfach nicht alt. Das, ja, vielleicht könnte man das nennen als ein Beispiel. Und ansonsten weiß ich es auch nicht. Ich bin auch nicht so der Grafikmensch, das kann ich gar nicht sagen. Keine Ahnung. Gibt viele hübsche Spiele. Gibt viele hässliche Spiele. Hässliche würden mir mehr einfallen. Es gibt wirklich eher Spiele, wo ich sage, als Spiele, wo ich sage, oh. Aber gut, das ist jetzt nicht die Frage. Frage Nummer 7. Ein Spiel, das dringend rebootet oder remastert werden müsste. Da ist meine Antwort definitiv unbedingt Hybrid Heaven. Hybrid Heaven ist ein Spiel, das meiner Meinung nach dringend ein Remaster oder Reboot oder wie auch immer brauchen würde. Weil von allen anderen Genres im Grunde gibt's ja Remaster und Reboots. Ich meine, jetzt kommt sogar ein Resident Evil 4 Reboot, auch wenn ich nicht weiß, ob das notwendig ist, aber okay, passt schon. Alle Spiele, Genre oder... Also, ich sag mal so, alle Spiele, die ich wirklich gerne mag, gibt sowieso in modern. Und wenn es nicht direkt genau das Spiel ist, rebooted oder remastered, gibt es irgendwelche Indie-Projekte, irgendwelche Fan-Projekte oder irgendwas von anderen Herstellern, das dem sehr nahe kommt. Oder die Spiele sind halt eben so gut gealtert, für mich zumindest, wie eben zum Beispiel Resident Evil 4, dass ich da gar nicht unbedingt ein Reboot brauche. Das, ne? Aber Hybrid Heaven als so eine Art rundenbasierendes Wrestling-Action-Adventure ist so ein einzigartiges Spiel bis heute und hat mir so viel Spaß gemacht, dass es das dringend als Reboot oder Remastered brauchen müsste, geben müsste. Weil da hätte ich gern einfach, das ist so ein totes, so ein einmaliges Konzept, das nie wieder verfolgt wurde, das quasi nach dem ersten Ableger sofort gestorben ist. Und ich verstehe nicht warum, weil es großartig war. Also das finde aber nicht nur, das ist jetzt kein so ein Spiel, das irgendwie alle Kacke finden und ich bin der Einzige, der das gut fand. Das hat damals super Bewertungen bekommen, das fanden damals alle gut. Aber ja, irgendwie ist es dann gestorben. Schade, wirklich schade. Hey, wo habe ich denn die Vorhänge her, die hier hängen? Wo waren denn die Vorhänge? Da schaue ich jetzt mal durch, während ich die nächste Frage beantworte. Meine erste Videospielerinnerung. Meine erste Videospielerinnerung habe ich mit dem Schneider CPC 464 gemacht. Der Schneider CPC 464 war so ziemlich das erste Videospielgerät, das wir zu Hause hatten. Über meinen Bruder ist das zu uns ins Haus gekommen und das Ding hat mich fasziniert. Das war im Grunde, heute würde man es beschreiben wie eine Tastatur im Grunde. Wie eine große Tastatur mit einem Kassettenlaufwerk. Und in dieses Kassettenlaufwerk hat man da Tassetten eingelegt und von denen hat das dann die Spiele geladen. Das hat ewig gedauert und war total cool. Und ja. Habe ich nicht hier letztes Mal eine Nuka-Cola-Uhr in die Küche gehangen? Nee, die habe ich dann dahin gehangen, weil in der Küche kein Platz mehr war, ne? Kann schon sein. Ich hänge hier über das Bild trotzdem noch eine.
Ja, genau. Und da kann ich mich an zwei Spiele erinnern. Ich kann die aber chronologisch nicht einordnen, was vorher war und was nachher war. Aber auf jeden Fall ein Spiel, in dem man einen Drachen spielt. Das Spiel hieß Thanatos, habe ich jetzt Jahre später erfahren. Also Thanatos, ein Spiel, in dem man einen Drachen spielt und man muss irgendwie eine Prinzessin retten. Und das war cool. Der Drache sah richtig cool aus. Die Gegner waren im Grunde Strichmännchen, die mit Pfeilen schießen und so weiter. Oder auch Zauberer. Es gab auch Seeschlangen, die aus dem Wasser geschossen kamen. Aber der Drache sah damals richtig, richtig cool aus. Ich meine, man muss sich das natürlich wie so Atari-Pixel-Grafik vorstellen. Aber das war einfach so ein relativ großer Drache, den man da auf dem Bildschirm hatte. Und das hat mich echt total geflasht damals. Weil ich war es halt gewohnt, dass man ein kleiner Pixeldrache und ein kleines, ne, ich war ja sehr, sehr klein. 4, 5, vielleicht 6 Jahre oder so. Normalerweise war ich es gewohnt, dass man so ein kleines Pixel-Dingchen ist, wo man schon viel Fantasie braucht. Und da war es halt einfach ein richtiger Drache. Und dann konnte man eben fliegen und landen und Feuer spucken und Leute essen und Leute hochheben, mit denen rumfliegen, mit den Klauen packen, hochheben und auf andere Leute werfen. Das war total cool, wirklich. Total crazy. Das war so ziemlich eins der ersten, die ich gespielt habe. Und dann gab es noch eins, das war im Grunde GTA in Atari. Auf dem Schneider. Wirklich. Da war man von oben so ein Auto und man ist rumgefahren in der Stadt. Ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was in dem Spiel das Ziel war oder ob es überhaupt ein Ziel gab in dem Spiel. Keine Ahnung. Aber man konnte eben rumfahren und Leute überfahren. Und fürs Leute überfahren hat man Punkte bekommen. Das ist alles, an das ich mich noch erinnern kann. Das waren die beiden Schneiderspiele, an die ich mich erinnern kann. Da gab es viele. Da gab es auch noch eins, da war mal so ein Igel. Stimmt. Das war sehr stark Sonic the Hedgehog-mäßig im Grunde. Und da lief irgendein klassisches Lied. Irgendein ganz bekanntes klassisches Lied lief da die ganze Zeit. Aber ich weiß gar nicht mehr welches. Ich weiß nur noch, dass es so war. Interessant, keine Ahnung. Naja, genau. Das waren die ersten Gaming Memories. Favorite Handheld Mobile Game. Handheld Mobile Game. Da bricht jetzt natürlich die Switch so ein bisschen die Regel, ne? Ist die Switch jetzt. Ist ein Switch-Spiel ein Handheld Mobile Game? Weil es kann es sein. Aber nicht zwangsläufig, muss es nicht. Schwierig finde ich das zu beantworten. Ich sage jetzt mal, dass die Switch nicht zählt. Ich betrachte die Switch eher als Konsole mit Handheld-Modus. Auch wenn ich tatsächlich den Handheld-Modus oft benutze, aber trotzdem fühlt es sich für mich an wie eine Konsole, die man auch als Handheld benutzen kann. Deswegen zähle ich jetzt mal Switch-Spiele für die Frage nicht dazu, aber kann man, na, wie man will, glaube ich. Ist Definitionssache, ist persönliches Gutdünken. Aber ja. Dann ist mein Lieblings-Handheld-Spiel. Boah. Ha, das ist echt eine super schwierige Frage. Tetris vielleicht? Ja, ich würde fast sagen Tetris eigentlich. Tetris ist halt aber auch kein typisch. Gibt es halt für alles, ne? Was ist denn so typisch nur Handheld, was ich wirklich gern mag? Handheld only, sonst nix. Ich muss mich mal kurz umdrehen und in mein Regal gucken. Moment. Moment. Okay, da gibt's, wenn ich so kurz in mein Regal gucke und wenn ich zurückdenke an den Gameboy, wahnsinnig viel Kandidaten. So viele, dass ich hier auch keine eindeutige Antwort geben kann. Deswegen sage ich Tomodachi Island. Weil Tomodachi Island war wenigstens was wirklich Besonderes. Wirklich ein einzigartiges, tolles, witziges Spiel. Total bizarre,
Es gibt gar keine Genrebezeichnung dafür. Gibt's einfach nicht. Wahrscheinlich würde man es halt erstens als Live-Sim oder sowas bezeichnen, als Lebenssimulation. Aber es ist ein abgefahrenes Spiel, in dem seine ganzen Mies, die man auf dem DS hatte, auf dem 3DS, in einem Hotel auf einer Insel leben. Und ja, im Endeffekt guckt man ihnen zu, was sie den ganzen Tag so machen. Und schaut immer wieder rein und guckt zu, wie sie Rap-Battles am Brunnen gegeneinander abhalten und man kann ihnen dann zugucken und der ganze Text wird quasi so von so einer KI, also von so einem Sprachprogramm, KI-Quatsch, von so einem Sprachprogramm vorgelesen und die reden deswegen wie so kleine Roboter und dann eben machen sie Rap-Battle und dann besuchen sie sich oder spielen irgendein Zeug miteinander oder verlieben sich, heiraten, ziehen dann vielleicht aus dem Hotel aus in ein Haus, kriegen Kinder und dann werden, und das ist so genial, dann werden nämlich aus den Mies von einem selbst und den Freunden und Bekannten und sowas zufällig neue Mies zusammengewürfelt, die dann quasi Babys sind, dann werden sie erwachsen und dann können die sich auch wieder verlieben, theoretisch. Und so entstehen ganze Generationen von Mies in diesem total abgedrehten, verrückten Spiel. Und wenn dann irgendwie Angela Merkel und Abraham Lincoln wieder am Stadtbrunnen ein Rap-Battle machen und im Hintergrund stehe ich und die Merlin und Obama und ein paar Freunde noch und applaudieren und sind quasi so die in zwei Teams geteilt, die Merkel-Crew und die Lincoln-Crew, dann ist das einfach echt witzig. Und sowas passiert im Spiel halt dauernd. Und dann gab es dann noch so ein kleines Action-RPG oder rundenbasierendes RPG. Da konnten dann die Mies quasi in so kleine Dungeons gehen und kämpfen und lauter so alberner Quatsch. Super interessantes, witziges Spiel, super einzigartiges Konzept. Hoff immer noch, dass da vielleicht für die Switch mal ein Nachfolger kommen würde, aber die Mies sind leider ein bisschen tot, oder? Ich habe das Gefühl, die sind auf der Switch jetzt quasi noch so als Überbleibsel, aber eigentlich nicht mehr wirklich, bei weitem nicht mehr im Zentrum. Naja, ich meine, für Smash Brothers wird, glaube ich, noch viel Geld mit den Mii-Kostümen gemacht. Also ganz tot sind die, glaube ich, auch wieder nicht. Aber so richtig unterstützt werden die jetzt auch nicht mehr von modernen Switch-Spielen. Naja, wie dem auch sei. Interessant auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das könnte ich durchaus als mein Lieblings-Handheld-Spiel bezeichnen. Warum nicht? Frage Nummer 10. Game that made you pee your pixel pants. Ein Spiel, bei dem ich mich in die Hose gemacht habe. Wie jetzt, vor Lachen oder vor Angst? Wahrscheinlich eher vor Angst, oder? Oder vor Lachen? Ich beantworte einfach beide Fragen. Ein Spiel, das mich vor Lachen, bei dem ich mir vor Lachen in die Hose gemacht habe. Was ich sehr witzig fand damals, aber das ist immer so eine Sache mit Humor. Ich finde, Humor ist sehr schwierig, ist immer sehr zeitgebunden im Grunde. Und der Humor von den meisten Menschen verändert sich im Laufe des Lebens ja auch stark teilweise. Und was in den 80ern lustig war, ist heute nicht mehr lustig, deswegen keine Ahnung. Aber was ich sehr lustig fand, war Bard's Tale, das Remake. Also das, nicht das Original Bard's Tale, sondern das Remake von Bard's Tale, das nichts mit dem Original Bard's Tale im Grunde zu tun hatte. Und weiß ich nicht mehr, wie es heißt. So ein Shooter, so ein Third-Person-Shooter, der irgendwie ziemlich durchgedreht ist, der am Anfang ganz normal losging und am Schluss hat man gegen 2D-Wolfenstein-Gegner gekämpft und so Sachen, gegen 2D-Sprites. Und ich fand aber auch Saints Row the Third, fand ich auch recht lustig teilweise. Aber auch Borderlands finde ich immer wieder nett. Es gibt wenig Spiele, die sich trauen, Humor zu zeigen, die sich trauen, lustig zu sein heutzutage. Aber die paar wenigen, die es machen, sind teilweise ganz nett. Ja, und vor Angst gibt es natürlich viele. Alle Resident Evil-Teile, Silent Hill 2, die anderen habe ich damals leider nicht gespielt. Parasite Eve, jedes Horrorspiel. Ich bin super ängstlich, was das angeht. Ich spiele die super gern, habe aber super Angst. Immer, auch heute noch. Auch heute noch. Okay, Frage Nummer 11. Ein Spiel, das mir durch eine schwere Zeit geholfen hat. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt.
mein ganzes Leben ist eine schwere Zeit. Und insofern hilft mir jedes Spiel, das mich wirklich motiviert und bei Laune hält und ablenkt von meiner grunddepressiven Stimmung. Hilft mir immer. Insofern kann ich das vielleicht gar nicht so unbedingt sagen. Ich sag deswegen als Antwort im Grunde jedes Spiel, das mich wirklich reinzieht und mich nicht mehr loslässt für wenigstens ein paar Tage oder Wochen. Oder vielleicht auch nur für einen Abend. Das kann alles sein. Das kann sowas sein wie What Remains of Edith Finch, das kann aber auch Metal Gear Solid 5 sein. Das kann ich wirklich nicht sagen. A Game You Hope Gets the Virtual Reality Treatment. Ein Spiel, das hoffentlich in Virtual Reality kommt. Dadurch, dass mir bei Virtual Reality super schlecht wird, keines. Ich hoffe, dass es nie wieder Virtual Reality Spiele gibt. Nee, ich finde es super cool und faszinierend. Und wenn die das mal hinkriegen mit Virtual Reality, bin ich da gern wieder bereit. Aber im Endeffekt habe ich versehentlich den Editor leer gemacht, zugemacht. Im Endeffekt glaube ich deswegen. Aber wisst ihr, was ich gerne hätte? Ein Tauchspiel. Ein richtig gutes VR-Tauchspiel. Ohne Gefahren, aber mit echter Spielmechanik. Nicht nur irgend so, du bist im Käfig und guckst dir das virtuelle Aquarium an, sondern ich will schon aktiv irgendwas machen, irgendwelche Aufgaben haben. Sowas fände ich cool. Aber dass ich jetzt sage, das und das Spiel hätte ich gerne im VR, kann ich nicht sagen. Außer vielleicht irgendwie so, keine Ahnung. Naja. Mein Lieblingsvideospiel Bösewicht. Das ist jetzt echt schwierig, weil da gibt es schon einige sehr coole. Lieblingsvideospiel Bösewicht. Puh. Das ist schwer, das ist wirklich schwer. Wüsstet ihr das auf Anhieb? Es gibt viele super Bösewichte in Videospiele. Zum Beispiel GLaDOS. GLaDOS ist sehr, sehr cool. Möglicherweise würde ich die vielleicht sogar als Lieblings- oder zumindest vielleicht beste Videospielantagonistin bezeichnen. Vielleicht, zumindest. Wie heißt denn der auch, also im Grunde so ein bisschen die Vorlage von GLaDOS ganz stark. Also GLaDOS ist die KI, falls ihr es nicht wisst, aus Portal. Wie heißt denn die aus System Shock? Der Name fällt mir gerade nicht ein. Die ist, glaube ich, schon irgendwie, also da dürften sich die GLaDOS-Macher schon irgendwie inspiriert haben bei der zumindest, oder das zumindest damals gespielt haben halt einfach. Das merkt man, finde ich, auch ein sehr guter Antagonist. Ich glaube, ich bleib bei GLaDOS. Ich glaube, ich habe mich selten so gut amüsiert mit einem Bösewicht wie mit GLaDOS. Ihre Kommentare die ganze Zeit, das ist einfach wirklich großartig. Das ist schon super gut. Ich glaube, ich bleibe bei GLaDOS. GLaDOS! Nehmen wir. Oh mein Gott, wir kriegen nicht mal mehr eine Dusche ins Bad oder irgendwas. Oh ja, das ist gut. Machen wir so eine Institutdusche rein. Die muss ich zwar ganz grob reinglitschen, aber gut. Trotzdem eine gute Idee. So, was haben wir als nächstes? Pixel Pants, Virtual Reality, Village, Frage 14. A game that taught you something. Ein Spiel, von dem man was gelernt hat.
Ein Spiel, das mir was beigebracht hat. Ich meine, ich habe tatsächlich wieder, muss ich wieder sagen, in Civilization einiges gelernt. Tatsächlich gelernt im Sinne von gelernt. Aber fürs Leben gelernt? Was heißt was fürs Leben gelernt? Ich konnte tatsächlich aus aktuellerem Anlass, aus Death Stranding eine Botschaft für mich mitnehmen. Ja. Soll ich euch was sagen? Passt. Ich glaube, die Dusche lasse ich so. Jetzt ist auch noch der Cheat-Balken da in die Tür reingeglitscht. Den kriegen wir jetzt auch nicht mehr raus, aber was soll's. Oder kriege ich den noch raus? Schauen wir mal. Aus Death Stranding konnte ich für mich damit rausziehen, dass menschliche Kontakte vielleicht doch ganz gut sind. Das habe ich gelernt. Und tatsächlich, aus ganz aktuellem Anlass, fällt mir gerade ein, von The Last of Us 2. Wirklich. Ich habe da wirklich was mitgenommen aus dem Spiel. Ich habe wirklich mitgenommen als Botschaft, dass ich nicht immer zu nachtragend sein soll und nicht immer so viel. Ne, ich kann mich schon in so Kleinigkeiten reinsteigern, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas ungerecht ist. Dass ich oder jemand, der mir nahe steht, ungerecht behandelt wird, könnte ich zur rasenden Bestie werden. Und denjenigen, der für dieses Unrecht verantwortlich ist, könnte ich mit den Zähnen in kleine Fetzen zerreißen, bis nichts mehr von ihm übrig ist. Nur wegen einem ungerechtfertigten Strafzettel oder irgendwie sowas, könnte ich aus der Haut fahren. Und The Last of Us 2 hat mir wieder gezeigt, dass es echt wichtig ist, dass man einfach mal sich nicht so aufregt. Einfach mal cool bleiben. Einfach nicht immer gleich irgendwie Leute mit Zähnen in kleine Fasern zerfetzen wollen. Einfach ruhig bleiben. Einfach don't give a shit. Das ist es nicht wert. Und das führt zu nichts. Es macht nur alles schlimmer. Es macht nur alles immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, wenn man sich in sowas reinsteigert. Und wenn man dann meint, man muss irgendwie einfach drauf scheißen. Einfach ab und zu mal zurücktreten einen Schritt und sagen, naja, mein Gott, es ist ja nicht so schlimm. Es ist doch eigentlich wirklich nicht so schlimm. Und dann geht's einem besser. Und das hat mir schon wirklich ein bisschen auch geholfen. So. Ich meine, auf dem Papier weiß man das natürlich, aber wenn man es dann so eindrucksvoll wie in The Last of Us nochmal direkt vermittelt kriegt, dann, ja, dann hat das schon, dann hinterlässt das schon was. Fand ich gut. Fand ich eine gute Botschaft, die auch bei mir angekommen ist und funktioniert hat. Ich meine, es ist offensichtlich, aber trotzdem, manchmal muss man es halt einfach mal mit dem Zaumpfahl um die Ohren gehauen kriegen, damit man es wirklich mal wieder internalisiert und wirklich mal wieder sich wirklich vor Augen führt und versteht. Wissen ist ja oft nicht wirklich verstehen. Oder danach handeln. Ja, genau. So, was kommt als nächstes? Game that you enjoy watching others play. Ein Spiel, bei dem ich gerne anderen Leuten zugucke. Ich glaube tatsächlich, da kann ich jetzt endlich wirklich Tetris nennen. Das ich schon zweimal im Kopf hatte, aber dann doch nicht genommen habe. Aber hier ist es tatsächlich Tetris. Ich schaue mir wahnsinnig gern so die Tetris-Meisterschaften an, weil ich das so faszinierend finde. Ich war ja mal eine Zeit lang echt ganz gut in Tetris und bin eigentlich immer noch nicht schlecht, möchte ich behaupten. Aber wenn ich mir dann die Weltmeisterschaften angucke, dann ist das halt echt nochmal ein ganz anderes Niveau. Das ist halt richtig, 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 richtig crazy, was für Reaktionszeiten die haben und welche Techniken, die benutzen, die sehen halt einfach auch Sachen, die ich nicht sehe. T-Spins kriege ich in der Regel zum Beispiel nicht so gut hin oder habe ich kein Auge dafür. Und wie schnell die das dann machen und das auch mit einem
sehr schwierigen professionellen Tetris-Modus. Des Tetris, das wir Normalsterbliche meistens zu spielen, ist ja in vielerlei Hinsicht oft sehr gnädig, was die Zeit angeht, die man hat, um Blöcke noch zu bewegen, wenn sie schon den Boden berührt haben und sowas. Das ist ja in den Meisterschafts-Tetrissen ganz anders und das fasziniert mich und da gucke ich gerne zu. Das finde ich echt cool. Videogame Soundtrack that you could listen to on repeat. Ein Videospiel-Soundtrack, den man sich quasi immer wieder anhören könnte. Also ich glaube, der Videospiel-Soundtrack, den ich am meisten gehört habe, so ziemlich, an den ich mich zumindest am meisten erinnern kann, war wohl... Miau, sagt der Kater. Nee, Miau war es nicht. Du lügst. Hotline Miami. Genau, der Hotline Miami-Soundtrack, der lief ziemlich lang rauf und runter, als ich das Spiel gespielt habe. Aber auch von Sayonara Wildheart, der Soundtrack, lief auch sehr viel bei mir. Aber ich glaube, Sayonara Wildheart ist so eine Musik, die würde ich nicht hören oder gut finden, wenn es nicht aus dem Spiel Sayonara Wildheart wäre. Während ich, glaube ich, den anderen hier Dingens wirklich gut finde. Ja, das Bad ist zu klein für eine Waschmaschine. Aber wo soll ich denn sonst die Waschmaschine hinstellen? In dem Flur hier. Oder wir haben einfach keine Waschmaschine. Ja, dann muss die Waschmaschine halt wirklich hier stehen. Ist halt ein enges, kleines Bad, aber es hilft ja nichts. Wir brauchen eine Waschmaschine. Trockner muss ja nicht sein, aber Waschmaschine schon. Und ich höre natürlich auch gerne 8-Bit-Retro-Musik. Da höre ich immer alle möglichen. Da gibt es Radio, nee, No Life FM heißt es, glaube ich, so ein Internetradio. Da spielt den ganzen Tag Videospiel-Soundtracks. Eher Retro, aber bis zur PlayStation 2 und drüber hinaus und Gamecube und so. Also nicht so super Retro. Das ist cool. Das ist cool. Das ist gut. Also schon auch super Retro. Auch ganz alte Sachen, aber auch bis hin zu moderneren. Ja, genau. So, nächste Frage. Nein, nein, Kater, hör auf bitte. Nicht schon wieder ein Kabel rausziehen, wie bei The Last of Us. Nee, läuft noch. Ich muss schnell suchen, wo wir waren. Jetzt machen wir die Fragen noch schnell fertig. Die Folge muss jetzt dann... Ich muss aufhören leider, ich habe keine Zeit mehr. Ich würde die Fragen jetzt aber noch gern beantworten. Deswegen höre ich jetzt schnell auf zu spielen. Stell mich hier hin oder bewundere unser Haus. Gehen wir nochmal kurz durch, was wir noch machen könnten. Weil hier das Wohnzimmer ist schon ziemlich gut jetzt. Das Kinderzimmer ist auch okay geworden. Ne? Könnte man noch Spielzeug mehr machen. Bad ist ein bisschen vollgestopft, aber passt schon. Schlafzimmer. Eigentlich ist es nett, ne? Eigentlich ist alles nett. Okay, jetzt schauen wir, gehen wir die Fragen noch durch, dass wir alle 30 haben. Noch schnell, schnell jetzt. Also, Frage 17. A Gaming Accomplishment. Also etwas, das ich in Videospielen erreicht habe, auf das ich stolz bin. Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich war mal wirklich sehr gut in Tetris. Ich war da auch in einem inoffiziellen deutschlandweiten Turnier der Clans ganz oben mit dabei und so. Das war schon cool. Wahrscheinlich ist es das. Ich nehme das. Ich weiß es nicht. Ich habe halt... Ansonsten die ein oder andere Platin-Trophäe und manche Spiele, die mir gut gefallen, auf sehr schwer beendet. Hab die Souls-Spiele durchgespielt. Ja, keine Ahnung. Sowas halt. Aber das ist jetzt... So richtig stolz bin ich da auf nix. Aber cool, passt schon. Favorite Sidekick Pet Companion. Mein Lieblings-Sidekick, Haustier oder Begleiter in Videospielen. Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich würde fast sagen, ich meine, das ist jetzt eine Antwort, die ich jetzt auf die Schnelle gebe. Wenn ich länger drüber nachdenken würde, würden mir wahrscheinlich 100 andere einfallen. Also keine Ahnung. Aber so spontan würde ich jetzt sagen, aus The Walking Dead Season 1, die... Ach verdammt, wie hieß sie denn? Wie hieß denn da das Mädchen? Wie ist denn der Hauptcharakter? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber das war ein sehr sympathischer Sidekick, für den ich wirklich mitgefiebert habe. Ups, Hilfe. Ich schaue gerade im Internet, wie die hieß.
Clementine, ich muss gar nicht gucken. Clementine, jetzt ist mir wieder eingefallen, genau. Clementine aus The Walking Dead Season 1 habe ich schon, glaube ich, den meisten emotionalen Bezug gehabt, so ziemlich. Ich meine, sowas wie Hunde ist natürlich unfair, jeder liebt Hunde. Aber so von Menschen ist es, glaube ich, Clementine. Die ich wirklich mag, mochte, zu der ich Bezug hatte, während ich gespielt habe, sehr viel. Aber wie gesagt, ist jetzt so eine, ne, müsste man länger drüber nachdenken. Ein Spiel, das ich angefangen, aber immer noch nicht beendet habe. Aktuell, da gibt es Millionen, aber aktuell ist es Pathologic 2. Ein Spiel, das ich angefangen habe und gerne noch beenden würde, wenn ich mal noch die Zeit dazu finde. Und die Muse, das ist auch ein Spiel, auf das muss man sich einlassen. Das ist nichts, wo ich mal schnell zwischen zwei Haustüren, ne, so schnell mal eine Stunde spiele oder so. Das ist Quatsch. Da muss ich schon mal einen Abend Zeit haben und keinen Podcast hören und nichts mit Merlin machen, sondern wirklich voll drauf konzentrieren. Und da habe ich selten mal mehrere Stunden am Stück, aber das ist aktuell mein. Ja, wäre schön, wenn ich das noch weiter und fertig spielen könnte. Mein Lieblingscontroller oder anderes Peripheriegerät? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde alle Controller seit dem GameCube-Controller, PlayStation 2 Controller, der späte dann, gut. Und da kann ich nicht sagen, welchen ich lieber mag. Xbox 360 ist ein guter Standard-Controller. Der Xbox 360 Controller war ein super Standard-Controller. Kann man nichts dran aussetzen und ist einfach, hat alles, was man braucht. Ich sag Xbox 360. Das älteste Spiel das ist doch so ziemlich das gleiche wie meine erste Videospiel-Memory, oder? Ja, nicht unbedingt. Das älteste Spiel in meinem Backlog ist quasi dann Thanatos auf dem Schneider. Ich habe nachträglich auch viel Atari-Spiele gespielt. Wir hatten ja keinen Atari. Das sind bestimmt manche älter, ehrlich gesagt. Insofern kann ich es nicht genau sagen. Ich habe sehr viel sehr alte Spiele gespielt. Space Invaders, Pac-Man, Galaga, alles eigentlich, die ganzen Arcade-Klassiker, wenn auch verspätet, die meisten. Naja, okay. Der perfekte Videospiel-Snack. Der perfekte Videospiel-Snack. Ich finde, ich habe keinen perfekten Videospiel-Snack. Habe ich nicht, weiß ich nicht. Hab keinen perfekten Videospiel-Snack. Das müsste irgendwas sein, das die Finger weder klebrig noch voller Panade oder irgendwas macht. Keine Chips gehen da. Ich habe keinen perfekten Snack. Den habe ich noch nicht gefunden. Wenn es einen gibt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Machen wir noch schnell fertig. Komm. 23, eine Spielwelt, die du gerne eines Tages erkunden würdest. Meint ihr jetzt in Wirklichkeit oder wie? Game World you would love to explore for one day. Ach so, die ich für einen Tag erkunden würde. Wahrscheinlich wirklich in echt. Eine Spielwelt, in der ich in echt wahrscheinlich für einen Tag gerne wäre, um die zu erkunden. Ich weiß nicht, die meisten Spielwelten sind sehr tödlich. Ich bin mir nicht sicher, ob es da eine gibt, wo ich mich einen Tag aufhalten will. Eine Spielwelt, in der ich wirklich gerne mal für einen Tag wäre. Mir fällt da auf Anhieb keine ein, ehrlich gesagt. Spielwelten sind meistens ziemlich kacke und problematisch. Auf die hätte ich keinen Bock. Ich überlege gerade irgend so ein Schlaraffenland, Candyland Level aus irgendeinem Spiel vielleicht. Irgendwie sowas, aber da fällt mir gerade nichts ein. Aber sowas nehme ich. So eine Welt, aus der alles aus Schokolade und Essen besteht. Gibt's in jedem zweiten Plattformer früher. Mir fällt nur gerade nichts ein. Das nehme ich. Das nehme ich. Das Lieblings-Indie-Spiel. Ah, da gibt's auch Millionen. Was stellen die immer für Fragen, ey? Das kann ich nicht beantworten. Unmöglich. Unmöglich. Indie-Spiel. Was ist heutzutage nicht Indie und cool? Gibt's noch gute AAA-Spiele? Eben. Das ist ja das. Shovel Knight, Super Meat Boy, The Binding of Isaac.
die Liste ist endlos. Keine Ahnung. Alles. Find alle gut. Welche Indie-Spiele gibt es, die nicht meine Lieblingsspiele sind? Das ist die Frage. Wenn ich mich entscheiden müsste, sage ich aktuell jetzt, aber wirklich nur aktuell, Shovel Knight. Aber das kann sich ändern. Aber Shovel Knight mit all seinen Zusätzen und Add-ons und so ist schon genial. Oder doch The Binding of Isaac vielleicht. Oh, oder Darkest Dungeon. Ah, nee, eben, ich kann es nicht beantworten. A video game moment that totally surprised you. Ein Videospielmoment, der mich total überrascht hat. So richtig total überrascht, wo ich wirklich baff war. Gab's sowas? Ich glaube, sowas gab's. So Momente, wo ich mir gedacht habe, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, gab's glaube ich schon. Aber eins, das mich so richtig überrascht hat, fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt leider nicht ein. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Wisst ihr, was mir da als einziger Moment einfällt? Metal Gear Rex. Tatsächlich. Das in dem PlayStation 1 Spiel damals am Schluss wirklich Metal Gear Rex in voller Pracht, voll animiert als echter Gegner auftritt und man den bekämpft. Das hat mich total überrascht, weil man sieht den ja schon immer so im Hintergrund oder klettert an dem rum und ich dachte mir immer, ja, aber die können den bestimmt nicht animieren. Das ist technisch bestimmt nicht möglich, dass sich der bewegt. Und dann ist er am Schluss da und er ist gloriös und wundervoll und geil und das war richtig, das hat mich geflasht, wirklich. Und das kann ich mich erinnern damals. Das würde ich sagen, das hat mich total überrascht. Mein Lieblingsvideospielfilm. Es gibt keine guten Videospielfilme. Was für eine blöde Frage. Mario Brothers. Es ist Mario Brothers. Mario Brothers ist so schlecht, dass er genial ist. Er ist was Eigenes. Er ist was Eigenes, was Skurriles, was Abgedrehtes, was wirklich Besonderes. Auf jeden Fall. Was wirklich einzigartig Besonderes. Und somit wahrscheinlich so ziemlich mitunter die beste Videospielverfilmung ever. Kommt halt drauf an, was man als gut bezeichnet und nicht. Ich sag wirklich, mein Lieblingsvideospielfilm ist Super Mario Brothers. Ein Spiel, das ich zum Entspannen spiele, da gibt's auch viele. Super Smash Brothers spiele ich tatsächlich zum Entspannen, ganz gerne. So ein paar Geisterkämpfe. Ja, das neue Ultimate aktuell. Characters you wish you could cosplay as. Charaktere, von denen man sich wünschen würde, man könnte sie cosplayen. Kann man nicht theoretisch alle Charaktere cosplayen? Insofern, ich kann hier cosplayen, wen ich will. Insofern verstehe ich die Frage nicht so ganz. Aber wen würde ich denn gerne cosplayen? Francis York Morgan. Ja, okay. Muss ich ein bisschen abnehmen. Dann geht's. Eine warme, kuschelige, frühe Videospielerinnerung haben wir noch auf Platz 29. Eine warme, kuschelige, frühe Videospielerinnerung. Ich hab keine warme, kuschelige Videospielerinnerung, glaube ich, ehrlich gesagt. Habe ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich meine, nachts mit dem Gameboy unter der Decke Mario Land spielen. Das wahrscheinlich am ehesten. Ich hatte die Gameboy-Lupe mit der Lampe. Man hat trotzdem kaum was gesehen. Aber das war cool, doch. Ja, okay, das nehme ich. Und Game that you're most excited to play, das ich am spannendsten finde zu spielen, das ist dann wirklich sowas wie Darkest Dungeon. Rundenbasierend mit hohem Schwierigkeitsgrad. Das fesselt mich am meisten. Das nimmt mich wirklich mit. Oder auch zum Beispiel XCOM auf einem hohen Schwierigkeitsgrad. Das ist fesselnd für mich. Das ist richtig exciting, genau. Ich glaube, ich nehme in dem Fall Darkest Dungeon tatsächlich. Das zieht mich schon voll in seinen Bann und da ist wirklich dann jede Aktion spannend und crazy. Nehme ich das. Okay. Na gut, das waren die 30 Fragen.
das Haus in Sanctuary ist mehr oder weniger fertig gebaut, oder? Im Grunde schon. Man könnte noch ein paar kleine Details machen. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt tatsächlich fertig. Und ich finde, es ist in Ordnung geworden. Besser, als ich zwischenzeitlich dachte, dass es werden könnte. Oh, hier müsste man noch die Decke einbauen, ne? Das hätte ich jetzt schon noch machen können. Aber, naja, jetzt will ich auch nicht mehr. Na gut, Leute, machen wir für heute Schluss. Schön war's. Ich verabschiede mich mit diesem wunderschönen Katzenbild. Der Mund und die Nase sieht eher aus wie ein Ewok. Das ist voll der Ewok. Keine Ahnung. Die Videospiel-Challenge war übrigens von Cherumdwell. J-J-C, glaube ich. J-C-R-U-N-D-W-E-L-L. Nur damit ich hier nichts klaue oder so, dass der Name auch genannt wird. Der hat diese 30-Day-Videogame-Challenge erstellt, die ich heute hier beantwortet habe. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.